Hey, hallo liebe Seele, hier ist Karen und heute ist Nikolaustag und jetzt ganz spontan nehme ich doch noch ein Video auf. Ich bin gerade in meinem Baumhäuschen gelandet. Ein bisschen siehst du den Atem. Ist ja doch nicht so dicht und wie heißt das, isoliert wie ja, ein normales Haus. Ich habe ja zwar vorher so eine Standheizung angemacht, aber deswegen bin ich immer etwas dicker eingemummelt im Winter, wenn ich hier drin bin. Ja, ich hoffe, du hattest oder hast einen schönen Nikolaustag, wie immer das für dich aussehen mag. Und mein erster Impuls ist für dich heute, es darf anders sein. Es darf jedes Jahr gleich sein. Es darf aber auch komplett anders sein. Und spür einfach in dich, was, wenn du alleine lebst, du gerade brauchst und wenn du in der Familie bist, was sich da öffnet und zeigt. Und du darfst dich ganz richtig damit fühlen, mit deinem Ritual, mit dem, was du machst, was du nicht machst. Und brauchst gar nicht erst in den Vergleich zu gehen mit jemand anderem oder deinem ganzen Umfeld, weil die das seit Jahren so und so und so machen. Auch das ist okay. Es ist im Moment wirklich eine Zeitqualität, wo es ganz doll darum geht, dass wir unseren eigenen Impulsen folgen und damit im Frieden sind. Und aus der Vergleichbarkeit rausgehen, im Vergleichen heißt immer aus dem Ego zu bewerten. Und das tut nicht gut. Und das bringt dich aus dem Herzen weg, aus dieser Anbindung deinem höheren Bewusstsein. Also sei im Frieden mit dem, was sich zeigt. Und was für dich gerade stimmig ist. So, und weißt du, warum ich jetzt entschieden habe, das kurz aufzunehmen? Erstmal finde ich das im Moment wirklich viel am Start ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Und ich nehme es zumindest so wahr, dass ich wirklich darauf achte, immer wieder mich zu klären, meine Felder zu klären. Wenn ich Felder sage, dann meine ich Innenreisen vorzunehmen und innerlich meine inneren Räume abzuchecken, ob ich die mal klären darf, lichten, säubern und wieder neu mit Energie versorgen, anschließen und ja, so dass das, was von oben aus dem Feld der göttlichen Liebe kommt, wirklich komplett durch uns durchgeht, durch diese Lichtsäule in dir bis in die Erde hinein. Denn dann hast du einen guten Stand. Wie? Und jetzt zeigt sich mein Baumfreund. Diese Botschaft kam heute in meinem kurzknackigen Adventskalender auf Telegram. Lichtfunk-Adventskalender. Das verlinke ich hier drunter nochmal, wenn du Bock hast. Das sind immer nur einminütige Videos und dazu kann ich es manchmal nicht lassen, doch eine kurze Sprachnachricht zu machen. Und heute wurde ich von einem alten Freund gerufen, einem für mich irgendwie immer magisch aussehenden Baum, weil er so vermoost ist und so verknöchert und irgendwie so schon durch sein Aussehen einfach so eine Verbindung herstellt zur Anderswelt in Anführungsstrichen, ja zur Feenwelt, zum Feinstofflichen, zu der Verbindung mit allem, was hinter, beyond der physischen, also hinter dem ist, was du jetzt aus deinem Tagesbewusstsein wahrnehmen kannst, sprich, was deine physischen Augen sehen, was du jetzt fühlst, was für dich greifbar ist, was das Ratio, der Verstand erfassen kann, denn dahinter existieren ja ganz andere Welten auch. Du bist ja ein Bewusstseinsfeld, das diesen Körper beseelt und hast dann natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, viel, viel mehr wahrzunehmen, wenn du in diese Verbindung bewusst hineingehst, die ist ja immer da. Ja, und dieser Baum hat mir in vielen Jahren auf diesen Spaziergängen Kraft gegeben und war irgendwie, ohne dass ich es bewusst ausgesucht habe, es hat sich so ergeben, entwickelt, eine Brücke, sodass ich, wenn ich mich an ihn gelehnt habe oder meine Stirn an ihn gelehnt habe, ganz schnell verbunden war mit dieser anderen Ebene, mit der Energie, mit dem Universum, mit dem Göttlichen, mit den Spirits, mit den Energien, die Engel sein können, Feen sein können,
Einhörner sein können, Jesus-Energien, Gott-Energien. Also wähl da einfach deine Sprache. Es ist einfach die Welt der Energie und ohne Körper. Wir haben noch den Körper dazu. Und ja, dieser Baum hat mir beigetragen, dass wenn ich mich da quasi hingestellt habe, dass ich ganz schnell in der Kommunikation, in der Verbindung, im Spüren war mit den Energien, die sich dann zum jeweiligen Zeitpunkt für mich gezeigt haben. Das war schön. Es war heute so ein Erinner mich für mich. Und einerseits möchte ich dir heute am Nikolausitag sagen, dass eine Verbindung zu Energien, zu Seelen, verstorben oder lebendig, natürlich auch die zu Tieren ist. Und die begleitet mich schon ein Leben lang. Und weißt du was, es hat ziemlich lange gedauert, bis ich das erkennen durfte, dass ich tatsächlich auf meine Art mit ihnen kommuniziere, die so selbstverständlich war, so ohne Interpretation, Analyse. Ich habe es einfach gemacht. Nur gab es eben damals kein Umfeld, in dem es verbalisiert worden wäre, dass es so etwas gibt. Und dementsprechend war ich mir dessen nicht wirklich bewusst. So, und das ist natürlich vor Jahren schon alles wiedergekommen. Und jetzt ist ein neues Projekt geboren. Das ist der Podcast Tiergespräche mit Seele. Wir haben es mit Punkt geschrieben, damit man das besser lesen kann. Tiergespräche, Punkt, mit, Punkt, Seele. Und auf Spotify siehst du ihn auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob die anderen Kanäle auch schon hochgeladen sind. Es gibt einen Instagram-Kanal dazu und eine Facebook-Gruppe für Menschen, die sich dafür interessieren. Und ich mache das mit der Sandra zusammen. Sasa oder Sandra Heinberger. Sandras oder Sasas Tierbotschaften. Und ja, die Link stelle ich nochmal hier unten drunter. Und dieser Podcast ist quasi, wird heute offiziell eröffnet. Dingelingeling. Und die erste Episode kannst du schon hören. Und wir gehen da einfach wirklich aus der inneren Führung und Verbindung, gehen wir da in die Begegnung miteinander, die Sandra und ich. Und dann kommt das schon, was wir sprechen sollen. Und so ist auch die erste Episode für dich geworden, also die Null-Episode, wo wir erklären, wie sind wir dazu gekommen und warum machen wir das und was kannst du da von uns erwarten und worum geht's. Und natürlich darfst du den auch mitgestalten und bestimmen, denn du darfst Fragen stellen und wir können die mit aufnehmen in der nächsten Folge und beantworten. Und wer weiß, vielleicht wird es irgendwann auch Live-Coachings geben, ja, für die, die Interesse haben. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ein ganz, ganz schönes Projekt und mein Herz freut sich darüber. Und das kannst du jetzt schon sehen. Und wir freuen uns, wenn du abonnierst und wenn du den weiterempfiehlst an Menschen, die ja, sich auch für die Verbindung mit Tieren interessieren, Tierbegleitung, Tierkommunikation, Tierheilung, naja, und Selbsterkenntnis natürlich. Ne? Also meist möchte uns das Tier uns etwas mitteilen, was auch uns betrifft. Hör einfach mal rein. So, jetzt genug davon und heute zum Nikolausi. Wie gesagt, ich wollte gar kein Video machen, war kein Plan und jetzt sitze ich hier und denke gerade, ich ziehe nochmal eine wunderschöne Karte und aus einem Set, was ich sehr liebe, das kann ich auch nochmal verlinken, ich kriege da nichts für, aber das ist, das gefällt mir wirklich gut. Das ist von Vera Grebert-Schröder und Franziska Muri, die Rauhnächte Orakelkarten. Ja, das stelle ich nochmal unten drunter, das kann man bestellen und ich liebe das, weil das halt einfach verschiedene Dinge mit aufnimmt, also Kraftorte, Blumenkräfte, geistige Helfer oder Krafttiere. Und heute habe ich den nahe gezogen und ich finde, dass der so gut in die Zeit passt. Ich möchte sie einfach mal vorlesen. Und bei allem, was ich tue, bei meinem gesamten Wirken, ist entscheidend, dass meine Intention ist, dass ich dem großen Ganzen diene und dass das, was ich tue, was ich sage und auch die Energie, die fließt, zum höchsten Wohl für uns alle hier ist, für Körper, Geist und Seele. Und wenn ich lese, dann kann es gut sein, dass du Impulse erhältst und innere Gedanken oder Bilder, die zu deinem persönlichen Lebensweg gehören und die darfst du einfach bewusst wahrnehmen. Denn das, was zählt, ist die Energie, die Schwingung, die jetzt für dich damit rüberkommt. Also, der Narr.
den ich heute gezogen habe. Das Leben, also die allgemeine Botschaft, und du schaust, was innerlich jetzt kommt. Das Leben sorgt für dich. Diese Gewissheit schenkt dir der Narr mit seiner jahrtausendlangen Erfahrung als Archetypus des Verrückten. Er ist nicht normal, nicht durchschnittlich, keinesfalls mittelmäßig und auch nicht alltäglich. Das Neue, das Außergewöhnliche, ja sogar Absurde, ist seine Natur. Und dies immer in Verbindung mit dem Wissen um Gleichgewicht und Harmonie. Und immer im Sinne einer höheren Weisheit. Denn der Narr handelt im Auftrag des großen Ganzen. Diese Energie bewegt deine Aufmerksamkeit weg von den Grenzen hin zu den Möglichkeiten. Sie unterstützt dich beim Ausprobieren all deiner Fähigkeiten. Und nicht nur das, sie holt auch bislang verborgene Qualitäten aus dir hervor und solche, die du dir bisher gar nicht zugetraut hast. Der Schlüssel liegt darin, dass der Narr dich dabei unterstützt, nicht nur Potenzial zu haben, sondern das Potenzial zu sein. Erlaube dir, Dinge anders und völlig neuartig anzugehen. Und sei es nur, um mit einem spitzbübischen Grinsen herauszufinden, was noch alles in dir steckt. Den Spaß und den Schabernack bringt der Narr ebenso in dein Leben wie den Mut, Grenzen zu sprengen. Er fragt dich, was bringt dich zum Schmunzeln? Was zum schallenden Lachen? Und wie kannst du den Ernst deiner Lebenssituation so betrachten, dass sich auch Freude und Leichtigkeit wieder hervortrauen? Mit dem Narren an deiner Seite weißt du um das große kosmische Spiel und kannst auch über dich selbst herzhaft lachen. Hupsala. So, jetzt lache ich gleich mal über mich, weil ich hier das Handy gleich umgehauen habe. Also, Lachen ist so gesund, ja, und ist so eine wunderbare Medizin. Und wir können es alle im Moment so gebrauchen. Und ich habe neulich, hatte Ute Ulrich die Nachrichten gesprochen. Nicht ernsthaft, ja. Und vielleicht finde ich das Video und dann verlinke ich das einfach auch nochmal. Es ist nicht jedermanns Humor, weil jeder hat auch einen anderen Humor. Und manchmal braucht man an dem Tag was anderes als am nächsten Tag. Aber das wirst du ja ganz schnell fühlen. Also, und wahrnehmen, ich habe mich Schrott gelacht. Ich habe mich wirklich, ich habe so gelacht. Oder ich habe neulich ganz einfach durch, mein Bruder war zu Besuch und dann sagten die, ja, lass uns mal LOL gucken. Das ist eine Produktion von Bully Herbig, glaube ich, auf Amazon, ich weiß gar nicht. Und wo wir es gesehen haben, und da sitzen irgendwie, weiß nicht, 7, 8, 9 Komiker in einem Raum, 6 Stunden lang und dürfen nicht lachen. Und wie das so ist, wenn man was nicht darf, dann kriegst du ja nachher schon so ein Lachflash und so ein hysterisches Kichern möchte daraus, weil das schon so lange unterdrückt wird. Und natürlich macht einer nach dem anderen irgendwas Komisches, um die anderen reinzureißen, weil mehr als zweimal dürfen die nicht lachen, dann jedes Mal mit dem Lachen verlieren die ihr Leben und dann sind die raus. Ach, also man könnte sagen sinnbefreit, aber ich hatte Bauchmuskelkater vom Lachen. Irgendwann war es dann gut, weil wir haben uns, glaube ich, die ganze Staffel gleich auch auf einmal reingepfiffen. Also, die Botschaft ist, glaube ich, klar. Lad das ein, diesen Archetypen in dir. Wir haben alle ganz viele Archetypen in uns. Und falls er irgendwo begraben ist, öffne mal die Luke und lass den rauskommen. Und sag ihm, ja, ich lade dich ein. Du darfst jetzt mit mir sein und mein Leben bereichern. Ich brauche mal ein paar Tüten mit Lachen. Und da fällt mir das nächste ein, Kerstin Werner. Ich weiß nicht, ob ich das finde, sonst verlinke ich das auch. Sie hatte in ihrem Adventskalender, in dem ich fast mitgemacht hätte, 17, einen Tag, ich glaube, da hatte sie eine Weihnachtsmütze auf und hat dann herzhaft in so einen Weihnachtssack gelacht, nach dem Motto, eine Tüte lachen, falls du das mal brauchst. Ne? Also jeder hat ja seinen Humor und vielleicht kriegst du jetzt schon einen Impuls. Ich bete einfach mal darum, dass deine Seele dir jetzt so einen Impuls gibt, was bringt, also so ein Gedanke, der dich schon zum Schmunzeln bringt. Und das ist wichtig. Das brauchen wir im Moment.
Verrückt sein heißt ja nichts anderes als außerhalb der Norm, der gesellschaftlichen Norm, des Kollektivdenkens etwas zu tun. Du bist quasi verrückt von dieser Spur, verrückt und gehst deine eigene Spur. Und was gibt es Wertvolleres als im tiefen Einklang mit dir selbst, deiner Spur zu folgen, weil da ist das Glitzern, ja, da ist die volle Energie. Und ja, es erfordert Mut, weil kann sein, dass das ganz viele ganz komisch und ganz doof finden. Und es braucht tatsächlich eine gute Erdung und es braucht auch einen guten Kontakt zu dir selbst. Ja, falls dann irgendwie Angriffe kommen oder Verurteilung oder so, dass du dann dich und dein kleines inneres Mädchen, deinen kleinen inneren Jungen in den Arm nehmen kannst und sagst, alles gut, ist scheißegal, was die da draußen denken. Ich liebe dich. Und du darfst. Du darfst hier jetzt solche Sachen machen. Ja. Und wenn du Interesse hast, einfach da ein bisschen Liebes- und Lichtenergie zu tanken, dann wird es am 15. Dezember einen Lichtworkshop geben und der ist kostenfrei zum Reinschnuppern. Es ist ein Tag, an dem wieder die Konstellationen so sind, dass der Schleier zur Anderswelt, zum Feinstofflichen, zu dem, wo pure Energie ist, ohne Körper, dass der sehr dünn ist, beziehungsweise so wird es oft ausgedrückt, dass einfach viel Energie für uns bereitsteht und innere neue Türen und Tore geöffnet werden. Oder manche nehmen andere Worte und sagen, es werden Lichtcodes runtergeladen. Du erhältst neue Downloads, neues Wissen, was für dich und dein Leben in deinem Alltag jetzt wichtig ist. Das bedeutet, deine Wahrnehmung kann sich verändern. Du siehst plötzlich, hast neue Impulse, es gehen ganz neue Denkweisen oder Erkenntnisse auf. Ja? So. Und dieser Tag ist so ein hochfrequenter Tag, also komm gern dazu. Auch hier ist der Link wieder unten drunter, den stelle ich gleich rein. Und ja, wenn du nicht kannst, live, ist glaube ich um 10 Uhr habe ich angesetzt, dann bekommst du die Aufzeichnung. So hast du die Chance, kostenfrei mit mir und meinem Lichtfunken-Team einfach mal zu schnuppern. Wie ist die Energie? Was machen die da? Was fühle ich? Ja, weil das ist das Wesentliche. Was kommt bei mir an? Was macht das mit mir und meiner Wahrnehmung? Und wie fühlt sich das an? Denn ja, wir werden auch zusammen die Rauhnächte durchlaufen, wo wir Meditationen bereitstellen, Rituale dir zur Verfügung stellen. Also wie so ein großes Buffet an Ideen jeden Tag, wo die 12-Chakren-Meditation dir zur Verfügung steht. Und vieles, vieles mehr mit mir und meinen Lichtfunken Team, das ist so besonders, weil du dann einfach dieses Jahr energetisch und ganzheitlich innerlich aufräumen kannst und die Samen, die jetzt schon gelegt werden möchten, dann fürs neue Jahr sorgsam, liebevoll und achtsam bewusst auslegen kannst. Ja, wir freuen uns auf jede Seele, die da kommt. Und das war's für heute. In diesem Sinne, mal wieder lachen. Ich freue mich, von dir zu hören. Deine Karin.